So, meine Damen und Herren, ich heiße euch alle herzlich willkommen, Grüße gehen raus an euch alle. Ich habe 3,5 Stunden geschlafen, keine Ahnung, wie lange ich mache. Aber wenn man schon mal die Möglichkeit hat, eins der weltgehyptesten Spiele vor euch zu spielen, macht man das halt nun mal. Wo finde ich denn den scheiß Serien-Key? Sag mal, bin ich einfach komplett bescheuert im Kopf, Mann? Leute, alles gut, ich habe den Key gefunden, tut mir leid. Junge, ich bin einfach drin, Mann! Woo! Bilde ich mir das gerade ein? Oder bin ich wirklich in diesem Spiel drinne? Bin ich gerade wirklich in diesem Spiel drinne? Das fühlt sich so unreal an. Alter, was ist das für ein Moment gerade? Könnt ihr euch gerade vorstellen, wie krank das ist, in diesem Spiel zu sein? Ich bin gerade in diesem Spiel drin. Ich bin wie? Ich bin wie? Ich bin wie? Nee, Mann. Muss... Nein! Macht gerade jeder, ist Teil des Games, okay. Nein! Oh, verdammt! Mach weg! Ja. Okay. Leute, das ist mein Traum. Ich will in so einem Ding wohnen. Verdammtes Schwergewicht. Ja, das höre ich öfter, Bruder. Ich lass den Motor laufen, falls wir uns schnell verbissen müssen. Mach das. Ich stehe hier und ich höre seine Stimme. Wir reden miteinander und dazwischen ist der Zollbeamte, der das Gespräch einfach gehört hat. Los, geh hoch! Mann, bin ich dämlich oder was? Ich kann nicht treffen! Sag mal! Ich bin so blöd! Ich treffe einfach! Aim good! Junge, wie viel Munition hat er? Mann, geh doch einfach hoch! Digga, ich hab ja gerade gar nicht getroffen! Als ob ich gar kein Aim mehr hab! Ich hätte wirklich mit einer Frau spielen sollen. Was ist denn jetzt los, Alter? Ach du Scheiße! Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Alter! Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt... Das bin ich! Das war ich! Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst... Oh Mann, sah die süß aus gerade! Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Boah, Alter. Oh, Junge. Obwohl, okay, meine Mausempfindlichkeit. Guck mal, ich habe meine Mausempfindlichkeit immer genau so, dass ich einmal zum Viertel schaffe. Das ist immer das, woran ich mich orientiere. Ich muss einmal ein Viertel schaffen, wenn ich mit meiner Maus so rumgehe. Der Militech-Algorithmus hatte... Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. LOL. Nee, kein Bock mehr. Ich kann das. Ihr habt gesehen, ich hab genug. Ich kann das. Was ist?
Wollen wir? Nein. Und? Nicht schlecht, hä? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Ja, Newstime, er ist jetzt auch hier. Sehen wir es durch. Undercover-Stream, grüße ihn raus. Ab jetzt leise. Okay, Bruder. Leute, macht keine Fotos von Fastfood, weil das bringt das Spiel zum Abstürzen. Verdammt. Alter, ich hab so Bock. Guck mal, es ist draußen arschhell, aber es ist dunkel in dieser Wohnung. Leute, ich werde dieses Spiel jetzt mit einmal durchspielen. Ich fühle das, Alter. Ich bin übelst müde, aber egal. Ich mach den Rest. Okay, hab die Tür gehackt. Komm, ich hab doch Granaten! Oh, fuck. Nee, kein Bock mehr. Ich kann das. Ihr habt gesehen, ich hab genug. Ich kann das. Keine Bewegung. Ihr habt Alter, wie kann man eigentlich Schuss? Wie kann man eigentlich... Wie kann man so... Ey, Junge, ich bin so ein... wirklich... Boah, Alter! Junge, der Fokus ist kaputt! Hä? Naja, jedenfalls... Ist es das Getränk? Ziemlich laut. Bralé, dann gehe ich zur All Foods Fabrik, schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Junge, alleine diese Jacke. Alleine diese Jacke, guckt euch das mal an. Krass. Also, sei ein braver Junge. Rein geschäftlich. Genau. Und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Meine Zunge wird noch ganz anders landen, aber nicht in dem Gespräch. Voll sein. Oh. Warte mal. Erstmal Festplatte durchsuchen, ob irgendwelche Nacktbilder sind. Das ist W. Er ist für den BD hier. W? Das ist Judy. Junge, einfach so übelst nahe kommen. Ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Hey, Judy. Ey, die sieht übersympathisch aus. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Ja, steh auf. Die muss tief rein. Das ist die Hauptsache. Na dann. Ui. Auf ihn an. Ui. Ach so. Mann, warum sehen Frauen so gut aus? Ich verstehe es nicht. Warum sehen Frauen so gut aus? Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Oh mein Gott, das ist ein Traum, geht in Erfüllung, Mann. Ja, bitte bring mich zum Laufen. Was denn das? Das Leder hat auch mal bessere Zeiten erlebt. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Wahrnehmungsprofil. Sex. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay. Sitz still. Sieh mich 36,7. Ich lass die anderen. Ich kann man bestimmt gut ficken, oder? Ja, gib's check, Bruder. Ich sagte, nein. Dafür wird mein Kopf rollen. So, wollen wir ja ein bisschen durchlaufen, damit wir hier die Stadt ein bisschen erkunden können. Ah,
Was treibst du hier so, hm? Dich gar nichts an. Hier gibt's nicht. Soll ich's für dich buchstabieren? Was ist da mit ihm los? Bitch, der Fick ist ein Loch in den Schädel. Alter, was ist denn? Was für. Digga, was ist das denn? Dir fickigen Loch in den Schädel. Ey, aber. Mir gefällt der Style von dem Spiel echt toll. Ich werde dich vernichten. Ja, komm her. Warte mal, habe ich irgendwo das, wo ist denn dieses Katana? Warte mal, jetzt mach ich mal richtig einen auf. Bruder, jetzt lernen sie mich mal kennen. Oh, Alter, das ist ja übergeil. Oh, der arme Müllsack. Oh, what the fuck? Alter, der meint's ja richtig ernst. Guckt euch mal an, wie diese Emotion im Gesicht da. Guck mal! Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Guck mal! Wie krank! Hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen. Alter, die hat ein überschönes Gesicht. Real Talk, oder? Also dieser Blick, der ist schon. Ey, hallo! Hallo! Guckst du mich an? Ja, genau so muss das sein. Guck mal, sie. Ey, Scheiße, jetzt bin ich besoffen. Hat die jetzt wirklich schon. Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Oh nein! Das wollte ich gar nicht auswählen. Wieso nicht mit Steve? Guck mal, wie sie lächelt, Alter. Oh mein Gott. Sie ist so schön. Ich will sie. Mein Junge, wir reden hier über irgendwelche fiktiven Charaktere, Alter. Ich raste aus. Warte, noch 10 Jahre, Alter, dann masturbiere ich richtig auf Charaktere. Oh, fuck. Was zum Teufel? Dein Gesicht gefällt mir nicht. Junge, dein Gesicht gefällt mir nicht. Also habe ich jetzt einfach das Recht, dich zu töten. Also du müsstest halt irgendwie das Story machen am besten. Oder jetzt sowas, dass wir. Das ist, also sonst wird es halt nicht gerankt, sondern macht das keinen Sinn, das hochzuladen. Danke schon, dass du mir YouTube erklärst. Jo, perfekt. Ja gut, machen wir schon, ja? Ja, ja. Alles klar, hau rein. Arschloch. Oh Mann. Ah, so ist schön. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt bin ich gut gelaunt. Ich muss irgendwas essen oder irgendwas trinken. Nee, nichts trinken. Ich will was Anständiges essen. Aber wo findest du denn heutzutage noch was Anständiges? Bestimmt nicht in meinem Kühlschrank, verstehst du? Es ist 21 Uhr? Was? Junge, was bin ich denn für ein No-Lifer-Mensch, Alter? Das war doch gerade erst noch 12. Bitch, I don't like you, what you talk about a bitch. What you think about a motherfucking bitch. Bitch, you look like a motherfucking bitch. And when I talk about bitches, I don't like it.